Wir haben uns also den Begriff, um den es heute gehen soll, schon angeschaut in unserem Galgenraten eben mit Leiden. Es geht um einen Bibelvers. Wir sind gerade in unserer Reihe über Jesus. Und das Thema heute ist Jesus der Leidende. Jesus der Leidende. Ein Bibelvers, Matthäus 9, Vers 36. Als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Das ist so einer der Bibelverse, die mich immer wieder berühren und bewegen. Jesus beschreibt sich als ein Hirte, als jemand, der Verantwortung übernimmt und der diese Verantwortung mitleidend übernimmt. Wir sind gerade in einer Predigtreihe und das Schöne an einer Predigtreihe ist, dass jede Predigt ein bisschen einseitig sein darf. Und so ist diese Predigt heute auch einseitig. Und der Gedanke ist ja, wenn man jeden Gottesdienst erlebt hat, am schönsten natürlich, weil man hier gemeinsam war, hat man ein rundes Bild. Wenn man Gottesdienst einmal nicht besuchen kann, ihr könnt alle Predigten nachsehen und nachhören auf unserer Internetseite. Und heute ist das Thema Jesus der Leidende. Und vielleicht werden einige diese Predigt heute als ein wenig bedrohlich empfinden. Vielleicht ahnt ihr das schon. Im letzten Teil der Predigt geht es darum, dass wir aufgefordert werden, unsererseits zu leiden. Lade euch trotzdem ein, dabei zu bleiben und diesen Weg mitzugehen. Und wenn wir uns Jesus als den Leidenden ansehen, den Mitleidenden ansehen, dann gibt es zwei Gründe oder zwei Bereiche, in denen Jesus, es gibt zwei Arten seines Leides. Das eine ist das Mitleiden, wo Jesus mitleidet bei unserem Leid. Und das zweite ist ein Leid, was Jesus selbst wählt, was er sich selber nimmt, was er sich selber aussucht, weil er es gerne möchte. Und ich möchte euch gerne einen Text aus der Bibel vorlesen, einen Text, den wir ganz oft am Karfreitag lesen, aus Jesaja. Ihr seht ihn schon auf der nächsten Folie hier. Jesus, der Leidende. Und dieser Text, der dort steht im Buch Jesaja, er beschreibt einfach nicht nur das Sterben von Jesus, sondern sein ganzes Leben. Jesaja 53, Jesus, um ihn geht es. Er war verachtet von den Menschen und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Und jeder damals wusste, dafür würde irgendwann Jesus, der Messias, der Angekündigte, dafür würde er einmal kommen. Und jetzt lesen wir diesen Bibelvers in Matthäus 9, Vers 36 und dort lesen wir eben davon, dass Jesus jetzt genau das tut. Hier ist es die Rede von seinem Mitleiden. Ich habe euch hier auf der Folie mal drei verschiedene Übersetzungen mitgebracht für dieses Wort, was dort im Griechischen benutzt wird. Dieses Wort, wer schon mal ein bisschen Griechisch gelernt hat, vielleicht heißt splagchnitzomai, also ganz schwer auszusprechen. Ist das richtig, Vassili? Ja, so, das Wort, ja? Danke. Das Wort meine ich. Ist doch schön, wenn man Griechen hat. Und dieses Wort wird fünfmal benutzt im Matthäus-Evangelium. Und wörtlich hat dieses Wort etwas zu tun mit den Innereien des Menschen. Also damals im Altgriechischen, als dieses Wort genutzt wurde, es hing zusammen mit Herz, Leber, Lunge, Milz, Nieren. Und dieses Wort, wie heißt es nochmal? Genau, dieses Wort bedeutet eben, dass sich
etwas, dass sich diese Eingeweide in mir zusammenkrampfen oder zusammenziehen. Man könnte auch wörtlich übersetzen, bewegte Innereien. Und das versuchen jetzt diese verschiedenen, alles, was wir in der Bibel lesen, sind ja immer Übersetzungen vom Griechischen oder vom Hebräischen aber ins Deutsche. Und jetzt versuchen wir das zu übersetzen ins Deutsche. Die einen sagen, er hatte ein tiefes Mitleid. Andere Bibelübersetzungen sagen, er wurde innerlich bewegt. Oder als er das Volk sah, jammerte es ihn. Dieses Wort, was hier für Jesus inneres Leben benutzt wird, ist ein körperliches Wort. Also es heißt so viel wie, ich habe mal versucht, deutsche Entsprechungen zu finden aus meinem und unserem Leben. Also mein Magen dreht sich um. Oder ich fühle mich wie in den Bauch geschlagen, weil ich etwas mitbekomme. Oder mein Brustbereich wird eng. Oder mein Herz zieht sich zusammen. Und die Übersetzungen versuchen einfach, das wiederzugeben, was hier körperlich und seelisch und innerlich mit Jesus passiert, als er uns Menschen sieht. Jesus nimmt praktisch die Leiden der Menschen, er nimmt sie zu sich. Er verbindet sich mit dem Schmerz der Menschen. Er teilt meine Verletzung. Er fühlt meine Zerbrechlichkeit. Und es zerreißt ihm das Herz, wenn er sieht, was du gestern oder heute oder eben oder letzte Woche, was du Schweres erlebt hast. Es zerreißt ihm das Herz. Er leidet mit, er ist der Leidende, er ist der Mitleidende. Und es bewegt ihn. Ich fand das schön, dass jemand eben von dieser Ohnmacht sprach, diese Ohnmacht dessen, wenn ich leide mit und kann gar nicht helfen. Aber ich möchte euch unbedingt nochmal empfehlen, diese Predigt zu hören, die wir letzte Woche, die Michael Lubeck gehalten hat. Er hat über Jesus, den Arzt, gesprochen. Und er hat in einer dreifachen Weise beschrieben, wie Jesus mit Krankheit umgeht. Und ich fand, für mich war das eine der wichtigsten und schönsten Predigten, die ich je zu dem Thema gehört habe, Jesus, der Arzt. Also wenn ihr nicht da wart, hört sie nach. Und ich finde, man kann sie auch gut hören mit Menschen zusammen, die vielleicht gerade leiden oder krank sind. Oder ich kann sie hören im Blick auf mein eigenes Leid. Jesus, der Arzt, war letzte Woche Jesus, der das Leid auf sich nimmt. Das ist so dieser erste Bereich, dass Jesus die Leiden, die da sind in deinem Leben, in meinem Leben, dass er sie mit auf sich nimmt. Und er leidet mit. Aber das Zweite, was ich sagte, ist, dass es gibt aber auch Leid, dass Jesus nicht einfach, dass ihn nicht einfach so getroffen hat, sondern er hat sich bewusst dafür entschieden, Leid und Schmerz in sein Leben hineinzunehmen. Es gibt einen ganz starken Bibelvers, Philipper 2, die Verse 6 bis 8. Das sind so ganz zentrale Verse, die man sich vielleicht irgendwo zu Hause an den Spiegel hängen kann. Oder ihr findet sie auch, denke ich, auf eurem Skript, was ausgeteilt ist. Das sind ganz starke Verse, die Jesus Christus beschreiben. Da heißt es, obwohl, und dieses Obwohl ist schon, also obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher auch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Hier ist so dieses Programm beschrieben, das Jesus im Himmel gefasst hat. Er hat gesagt, ich will dieses verzichten. Ich will meine Rechte, meine königlichen Privilegien, ich möchte auf alles verzichten. Und er tut das nicht, weil er es musste oder weil er gezwungen war, sondern weil er es wollte. Und allein dieses Wort, obwohl am Anfang, es berührt mich so, obwohl er alles hatte, verzichtet er auf alles. Und stell dir vor, dass das, was du hast in deinem Leben, und du packst das alles weg und gehst irgendwo hin, wo du nichts hast. Jesus kommt auf die Erde, er muss fliehen, er
lässt irgendwann seine Familie zurück. Später sagt seine Familie zu Jesus: Jesus, du bist, er ist ein bisschen verrückt. Aber die meinen das nicht nett. Ja, du bist verrückt, sondern die meinen es ernst. Du spinnst. Er ist verwirrt. Und stell dir vor, dass deine Familie von dir sagt, du bist verwirrt, oder deine Freunde oder deine Arbeitskollegen oder irgendwas. Und später sind da Menschen, das waren sehr religiöse Menschen, und die sagen: Jesus, es ist toll, dass du Wunder tust, aber wir glauben, du tust die nur deswegen, weil du der Teufel bist. Du bist mit dem Teufel im Bund und deswegen kannst du diese Wunder tun. Einmal sagt jemand: oh, ich würde gerne mit dir unterwegs sein, Jesus. Und Jesus sagt: hey, weißt du, ich bin heimatlos. Er sagt so einen ganz starken Satz: Füchse haben einen Bau, die Vogelflügel haben ein Nest, aber ich habe keinen Ort, wo ich mich hinlegen kann. Und dann sagt er seinen Freunden: Leute, ich gehe jetzt nach Jerusalem und ich gehe dorthin, weil ich dort sterben will, für euch und für diese Welt. Und dann liest man da, wie diese Freunde sagen, oder Petrus zum Beispiel, die versuchen mit aller Macht, ihn davon abzubringen: Jesus, du bist irre. Und dann kommt der Karfreitag, Jesus wird verlacht, verhöhnt, verachtet, geschlagen, geschubst, verletzt, angespuckt. Und an der Stelle muss ich denken, also ich werde schon dann komisch, wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt oder an der Kasse vordrängelt oder einen dummen Spruch macht über mich oder jemand mich ignoriert oder jemand mich respektlos behandelt. Aber Jesus wird schuldlos verurteilt, er trägt sein Kreuz durch die Straßen und er schafft es nicht, er bricht zusammen, andere müssen dieses Kreuz tragen, er verblutet, erstickt, stirbt am Kreuz. Die meisten seiner Freunde flüchten und andere sagen: Jesus, kenne ich nicht, habe ich nie gekannt. Und Jesus sagt, jetzt kommt dieses Obwohl, also er wusste doch alles, was passieren würde. Und er sagt, ich wähle aber dieses Leid, nicht deswegen, weil ich Spaß daran habe oder weil ich mich dann besser fühle oder weil ich dann meinen inneren Wert besser wahrnehme, sondern er sagt, weil nur so Rettung, Heilung, Hilfe, Befreiung, Erlösung in diese Welt hineinkommen kann, deswegen will ich dieses Leid nicht um des Leides willen, sondern weil es nötig ist, um das zu tun, was einfach getan werden muss für Menschen, die am Ende sagen, du bist vom Teufel besessen. Was heißt das nun für mich und für uns? Ich würde uns gerne einladen, gemeinsam zu entdecken, was das für unser Leben bedeutet, dass Jesus dieser Leidende ist. Ich habe dazu drei Gedanken. Zwei kommen heute und der dritte kommt dann nächste Woche, weil der dritte passt auch gut zu dem Thema für nächste Woche. Da heißt es nämlich, Jesus ist unsere Zukunft. Das ist dann dieser Cliffhanger, also kommt dann mit der nächste Woche wieder. Aber die ersten beiden möchte ich mir heute mit euch angucken. Ich habe letzte Woche am Freitag in der Bibel gelesen, Johannes Kapitel 10. Vielleicht kennen einige dieses Kapitel, in Kapitel 10, da Johannes, der vergleicht sich Jesus selber mit einem guten Hirten und er sagt, wir Menschen sind so etwas wie Schafe. Vielleicht wart ihr auch beim Familiengottesdienst da, da hatten wir das Thema auch. Und er sagt, aber da ist nicht nur dieser Hirte und die Schafe, sondern da sind auch, da ist der Wolf, da ist der Dieb, der Räuber und der Tagelöhner. Und Wolf, Dieb, Räuber sind ein Bild dafür, dass unser Leben von ganz viel Gemeinem und Schweren und Bösen umgeben ist. Es gibt zerstörerische Gedanken, Sätze, Menschen, Dinge, Erlebnisse, die in unser Leben hineinkommen. Und jeder von uns kennt, glaube ich, dieses Lebensfeindliche, dass man manchmal denkt, es zerreißt mich so, ich kann das einfach gar nicht mehr aushalten, was ich gerade ertragen muss. Manches hätte die Kraft, uns vielleicht bitter zu machen oder uns zum Verzweifeln zu bringen. Kennt ihr diesen Gedanken bei Ungerechtigkeit, dass man denkt, entweder schlage ich dich jetzt so, oder ich ziehe mich aus dem Leben zurück? Und manche Menschen gehen ja so weit, wir haben es ja die letzten Wochen vielleicht verfolgt, dass
mindestens zwei, drei, aber mindestens eine Person in den letzten Wochen ja von dem Kreuzfahrtschiff gesprungen ist, weil sie sagt, ich kann mich diesem Leben einfach nicht mehr stellen und ich übergebe mich jetzt hier lebendig dem Ozean, weil ich gerne sterben möchte, weil ich es nicht mehr aushalten kann. Und dann habe ich dieses Johannes 10 gelesen und in diesem ganzen Kapitel sagt Jesus, hör mal, ich kenne dich. Und ich rufe dich und ich führe dich und ich behüte dich und ich gebe dir Leben und ich gebe dir Überfluss und ich bringe dich nach Hause zu deinem guten Vater im Himmel. Ich bin der gute Hirte, ich gebe mein Leben für die Schafe, ich gebe mein Leben für dich. Und ich merke auch jetzt gerade, wo ich darüber rede, also mit Worten kann man das irgendwie gar nicht so richtig transportieren, was das, also wie es mir ging, als ich dann diesen Abschnitt las, Johannes 10. Und vielleicht habt ihr ja ein wenig Zeit in der nächsten Woche dann, oder heute Nachmittag noch, ist ja Sonntag, vielleicht findet ihr irgendwo einen ruhigen Ort und lest einfach mal so diese erste Hälfte von dem Johannesevangelium, Kapitel 10. Und vielleicht geht es euch ja auch so ein bisschen so ähnlich, wenn ihr merkt, ich bin dieses Schaf. Und Jesus ist dieser Hirte, der mich trägt, der mich nach Hause bringt, der mich meint. Und es kann unser Leben verändern. Das ist dieser erste Gedanke, wenn ich weiß, dass Jesus auch mein Leid nimmt und es trägt und ich bei ihm getragen und sicher und behütet bin, dann hat das eine ganz starke Kraft und Mut und Energie und eine neue Lebendigkeit zu geben, obwohl vieles in unserem Leben vielleicht nicht gut ist. So, und jetzt komme ich zu dem Gedanken, der vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen bedrohlich wirken mag, dass ich mir gesagt habe, und ich möchte euch einladen, auch solche Sätze zu sagen: Ich möchte jemand sein, der dem Leid nicht ausweicht, sondern sich ganz bewusst dem Leid stellt, wenn es nötig ist und wenn es Sinn macht. Ich glaube, dass zu lieben und zu leiden, dass das unbedingt zusammengehört. Ich kann nicht sagen, ich liebe Menschen, aber ich leide nicht mit ihnen. Und wenn ich mich entscheide zu lieben, einen Menschen, eine Kirche, eine Aufgabe, dann ist es immer mit Leid verbunden. Wenn ich sage, ich möchte mich in Gutes investieren, dann ist das immer verbunden mit Entbehrung, mit Schmerz, mit Verlust und mit Leid. In der Bibel gibt es Paulus, jemanden, der viele Briefe geschrieben hat, und in Kolosser 1, Vers 24 schreibt er einen Satz, und es ist so einer, der, wo man sagen könnte, oh, das wirkt aber auch ein bisschen bedrohlich jetzt für mich. Kolosser 1, Vers 24, vielleicht nicht so ein Spruch, den wir auf Advents- oder Weihnachts- oder Geburtstagskerzen schreiben, den wir uns nicht schicken zur goldenen Hochzeit oder so, wo Paulus sich entschieden hat, ich will leben wie Jesus. Er sagt, ich freue mich, wenn ich für euch leiden darf. Denn Christus hat für sein Leib die Gemeinde gelitten, nun gebe ich meinen Körper für das, was an seinen Leiden noch fehlt. Paulus hatte begriffen, Jesus war jemand, der ein Leidender. Ich hatte ja gesagt, heute predigt einseitig, ja, Jesus war ein Leidender und Paulus sagt, ich möchte auch ein Leidender sein. Und es geht nicht darum, dass Paulus sagt, wenn ich so bin, dann werde ich zu einem guten Menschen, dann habe ich ein ganz hohes Level von Ethik, sondern es geht um eine innere Haltung, mit der er unserer Welt begegnen möchte, die sich eben nicht abschottert und sich nicht einmauert. Jesus jammerte, das Volk ist ihn, ergriff das Elend und es ging ihm an die Nieren. Und jetzt mit Jesus zu leben, Jesus wirklich, also konkret nachzufolgen, heißt jetzt auch, dass mir die Not, die in anderen Menschen ich sehe, auch mir auf den Magen schlagen darf. Und dass ich sage, ich kann es kaum aushalten und mich doch zu fragen, kann ich hier etwas beitragen,
damit es besser wird. Natürlich kann man das nicht bei in 100 Situationen, aber vielleicht in 3 oder in 4 gleichzeitig. Und diese Haltung wird mich etwas kosten. Und ich möchte dich gerne fragen, ich möchte auch mich fragen, was darf es dich kosten, mitzuleiden, damit etwas besser wird? Kennt von euch jemand Colin Kaepernick? Weiß jemand, wer das ist? Ich bin sicher, viele von euch haben von ihm gehört, auch wenn ihr seinen Namen nicht kennt. Ihr seht ihn gerade hier kniend in der Mitte. Er ist Footballstar in den USA. Er ist Quarterback in der NFL, also National Football League. Falsch. Er war, weil momentan will ihn niemand. Genau, was war geschehen? Also, es passiert ist Folgendes. Ihr habt das bestimmt in den Medien mitbekommen, aber nicht mit seinem Namen verbunden. In den USA, ich war nie dort bei einem Spiel in der NFL, aber es ist ja so, man steht zu Beginn auf, man singt die Hymne, hält die Hand auf die Brust so, und ehrt damit das Vaterland. Und er und einige andere Spieler, das ist das Bild davon, sie haben sich während des Singens der Hymne eben hingekniet, um zu protestieren. Und das ist ein Sakrileg. Alle stehen auf, alle singen die Hymne und er wollte eine Welle des Protests loslösen gegen Rassismus, gegen Polizeigewalt in den USA und Trump hat ihn in einem Kommentar einen Hurensohn genannt und Verräter der USA und für die Hälfte der Bürger oder noch mehr der USA ist er gerade ein Geächteter, weil er es gewagt hat, zu protestieren, einen Weg zu wählen. Und warum hat er das getan? Er hat getan und gezeigt, was ihn zutiefst in seinem Herzen berührt hat. Und er wusste, welche Folgen das haben würde. Ich weiß nicht, ob er wusste, dass er nie wieder in der NFL spielen würde, jedenfalls im Augenblick nicht. Aber er wusste, es wird Folgen haben, aber es kann nicht sein, dass Menschen in unserem Land so behandelt werden. Jemand muss etwas dagegen tun und oh, ich bin gerade in der Rolle, dieser jemand sein zu können. Es gibt in den USA eine Werbekampagne von einer Sportmittelfirma, deren Namen wir jetzt nennen, das ist die Firma Nike. Die hat ja dieses Logo, just do it, ne? Also tu es einfach. Und sie wirbt gerade auf großflächigen Plakaten überall in der USA mit seinem Gesicht und seinem Satz. Und diesem Satz, believe in something, even if it means sacrificing everything. Auf Deutsch, glaube an etwas, auch wenn es heißen sollte, alles andere zu opfern. Und sie haben gesagt, genau das verkörpert Kaepernick für uns. Es war ein Risiko für Nike, danach brach natürlich ihr Aktienkurs ein. Sie haben auch ein paar barsche Worte von Herrn Trump bekommen. Und trotzdem war es sehr mutig und auch sehr geschickt. Auch selbst wir in Deutschland reden gerade über Nike und vielleicht geht ihr morgen los und kauft euch ein Nike-T-Shirt oder irgendwas. Okay, sie wollen was verkaufen. Aber die Frage ist, glaube an etwas, auch wenn das heißen sollte, alles andere zu opfern. Und ich möchte ich gerne fragen, was glaubst denn du? Und was opferst du denn dafür? Noch einmal dieser Vers aus dem Kolosserbrief. Auch die letzte Folie, das Ende dieser Predigt heute Morgen. Ich freue mich
Ich freue mich, wenn ich für euch leiden darf. Glaube an etwas, und wir glauben nicht an etwas, sondern an Jesus Christus. Christen könnten sagen, ich glaube an jemand. Und deswegen ist es, auch wenn es heißen sollte, alles andere dafür zu opfern. Und ich möchte uns einfach fragen, wie bereit sind wir dafür, das wirklich uns von der Not anderer treffen zu lassen, aufzustehen oder hier wie Kopernik dann niederzuknien und zu handeln in Worten und Taten. Es geht nicht darum, eine neue Arbeitsgruppe zu bilden, ein neues Komitee, eine neue Ausarbeitung zu schreiben, sondern zu handeln in Worten und Taten. Und Jesus tritt auf gegen das Elend der Menschen und er stirbt für die Befreiung und Erlösung der Menschen. Und Jesus dreht etwas um, weil dieses Kreuz war ein Zeichen der Unbarmherzigkeit. Und Jesus sagt, in Zukunft soll dieses Kreuz im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes stehen für Mitleid, für Barmherzigkeit, für Heilung, für Erlösung. Und ich möchte uns einfach fragen, was hält uns eigentlich zurück, das zu tun? Haben wir vielleicht Angst um unser eigenes Wohlergehen? Haben wir Angst um unsere Sicherheit, um unser Auskommen, um unseren Platz im Leben? Und ich wünschte mir so sehr, dass wir sagen, wir wollen Menschen sein, die mitleiden, auch wenn es bedeutet, dafür etwas zu verlieren. Kannst du dich entscheiden, vielleicht für irgendwen, ich möchte für dich gut sein und vielleicht für jemanden, der es gar nicht merkt, vielleicht für jemanden, der es dir gar nicht dankt und wahrscheinlich für jemanden, der es überhaupt gar nicht wert ist. Ich möchte jemand sein, der das Leben anderer Menschen nicht belastet, sondern entlastet. Ich werde jemand sein, der Leid zulässt in seinem Leben, damit Gutes in die Welt hineinkommt. Ich bete mit uns. Jesus, ich merke gerade, dass mich diese Gedanken einfach sehr, sehr anrühren, wie du gewesen bist im Blick auf mich und uns. Und mich rührt das an, wie Paulus das gesagt hat. Und ich merke aber auch, dass ich Angst habe vor diesem Leiden. Irgendwas in mir hat Angst zu leiden, weil es schwer ist. Aber ich möchte ein Christ sein. Ich will jemand sein, der dir nachfolgt und der ähnlich ist wie du. Und ich möchte das tun. Und ich wünsche mir, dass für mich und auch für alle anderen, die jetzt vielleicht gerade diesen Entschluss treffen, sich neu dem Leid zu stellen, dass du zulässt, dass dieses Leid nicht so stark wird, dass es unser Herz zerstört, sondern dass unsere Herzen gefüllt werden von dir, dass du durch den Heiligen Geist deine Hand auf unsere Zerbrechlichkeit legst und da, wo wir weinen und fortlaufen möchten wegen des Leides der Welt, dass wir es dem stehen können, weil du bei uns bist. Und wir beten das in deinem Namen, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.